Servus Leute und herzlich willkommen hier mal wieder zu The Bass. Es gab einige Updates, die alles eigentlich vorher noch verschlimmert haben. Das letzte Update diese Woche war eigentlich ganz okay und ich habe es mal wieder eingerichtet und es ließ sich auch fahren. So, das heißt aber nicht, dass das jetzt die finale Version ist, weil wir sehen es, der Wirtschaftsmodus ist immer noch nicht verfügbar, der Multiplayer ist noch nicht verfügbar, die Tutorials sind noch nicht verfügbar, was eigentlich ein U-Ding ist, weil Tutorials sollen ja da sein von Anfang an, damit man auch mal was lernt. Aber egal, ist halt so. Ich habe eine Umfrage gemacht im Discord und ihr habt gewählt, ihr wolltet mal den Doppeldecker-Bus sehen. Und zwar gehen wir hier auf freies Spiel. Karte, logischerweise, nur Berlin. Fahrzeug, den Doppeldecker von MAN habe ich schon geladen. So sieht er aus. Vom Aussehen her sind die natürlich top, ne? Also die gefallen mir schon sehr gut hier. So wie die aussehen, kann man sich nach vorne reinsetzen und gucken. So, den Tobii Eye Tracker, ihr seht, habe ich natürlich auch aktiv. Der funktioniert auch noch. Dann habe ich Steuerungsmodus hier, habe ich auf Benutzer gestellt. Ein paar Sachen habe ich automatisiert. Zum Beispiel, ja, Gangschaltung habe ich noch automatisiert, Scheinwerfer, Scheibenwischer, Klimaanlage und so. Das mit dem Schalten kann man dann irgendwann mal ausprobieren, habe ich noch nicht probiert. Wetter. Beim Wetter gibt es ziemlich viel. Synchronisation mit Berlin habe ich mal eingestellt jetzt. Dann gibt es noch dynamisch, klar, bewölkt, Niederschlag, Sturm, das ist dann fest, oder Nebel und Nebel, Niederschlag. So. Das machen wir mal aus, das Gedudels, das habe ich vorhin vergessen hier. Das geht ja gar nicht. Das ist nämlich das Streamer-Modus von Discord. So, dürfte weg sein. Dann haben wir hier die Linien. Mittlerweile gibt es ja mehrere Linien. Die Linie 245, die habe ich selbst schon noch nicht ganz durchgefahren. Die ist ziemlich neu. Die 300er, die war gleich von Anfang an. TXL sowieso. Dann gibt es die 100er und die 123er noch. Und die 200er. Also mittlerweile sind ziemlich viele Touren da. Und man kann es dann natürlich auch hier raussuchen, wo man anfängt. Ich würde sagen, wir fangen mal bei der Robert Koch. Beim Robert-Koch-Platz, so rum, fangen wir an, wie bei der Invalidenpark und so weiter bis zur Herzallee. Dann haben wir hier heute den 20.12. habe ich eingegeben, datumsmäßig, Startzeit. Also bei dem dynamischen, bei der Synchronisation von Berlin geht es nur ums Wetter, nicht um die Startzeit. Da würde ich sagen, machen wir mal mittags, damit wir auch ein bisschen was sehen. So, gehen wir wieder zurück und dann gehen wir auf Start. Und da bin ich mal gespannt, wie das jetzt läuft in der Aufnahme. So, wie gesagt, ein bisschen was habe ich automatisch eingestellt. Und zwar muss ich jetzt zum Bus hinlaufen. Öffne vordere Tür. Das machen wir. Setzen uns hin. Einschalten mache ich hier mit meiner Buttonbox. So, dann gehen wir hier hin. Zum Atron starten, geben hier die Verkäufernummer kann man nicht ändern. Die PIN-Nummer geben wir die ein, wo hier oben drüber steht. Die 26 05 hier unten auf OK, dann geben wir die Linie ein, 245 und den Kurs mit 12, damit man auch die richtigen Straßen angesagt bekommt. Auf OK und dann kommen noch automatisch schon die Leute rein. Hi. Hi, was geht? Hi. Ich Hi, benötige ein Ticket. wer benötigt ein Ticket? Es fängt ja schon wieder gut an, ne? Da steht überhaupt keiner. Das habe ich vorhin mal probiert, ne? Den Fehler habe ich bis jetzt noch nicht gehabt. Jetzt wieder, wo ich aufzeichne, toll. Es gibt keine Tickets, ist keiner da, fertig aus. So nett, Freunde. Freunde der Nacht, so nicht.
So. Okay, dann würde ich sagen. Halt, Tür habe ich schon zugemacht, ne? Auf geht's. Ich muss hier gleich rechts rein, Herr, mein lieber Scholli. Boah, ist das eng. Also ich muss schon sagen, hier, ne? Das Lenkrad, das zittert jetzt ohne Ende. Ich habe nicht gleich gewusst, was es ist, aber wir sind hier auf Kopfsteinpflaster und das wird richtig gut wiedergegeben, gell? Kommt er, ne? So, da ist noch grün. Die Feststellbremse geht übrigens automatisch rein. Ist ganz okay. Eye-Tracker bin ich auch zufrieden. Es gibt Spiele, da funktioniert er noch schlechter. So, auf geht's, Junge. Oh, tschüss, Eier. Wie zu spät euch gelenkt. So, erste Haltestelle. Robert-Koch-Platz. Da oben rechts steht's auch. Sehr schön. Generell. Dann auf geht's. Weiter. Sind wir einmal außen rumgefahren. So müssen wir aber jetzt links. So, Außenansicht geht natürlich auch. Sogar mit dem Eye-Tracker geht's. Auskünfte nur bei Halt. Also bitte während der Fahrt nicht mit dem Fahrer sprechen, so auf die Art. Ich gebe's ein paar drauf. Könnte ich auch mal machen, ne? So. Berlin sind halt die Ampeln. Naja, es dauert ein bisschen manchmal, bis die grün werden. Nächste Haltestelle: Invalidenpark. Das ist der rechts hier, der Park. Waschechten Berliner, die werden es vielleicht kennen. Bleib mal da vorne stehen, ich komm noch. Von stehen bleibe, da vorne steht auch noch jemand. Machen wir keinen Stress. Hi. Hi.
Moin, was Oh, kann ich bei Ihrem moin. Ticket haben? Moin. 12:02 Uhr, moin, hallo. So, der will Berlin AB. Wenn wir hier anklicken, dann eine 24-Stunden-Karte. Kostet 8 Euro. Er hat mir hingelegt. 9. Kriegt er 20 Cent zurück. Hopp, mit der Maus jetzt. Was macht mir ma Maus jetzt hier so? Bar drücken und dann kommt da oben die Quittung raus. Da gehe ich immer gleich wieder auf zurück für die Auswahl. Als der nächste kommt. So, den automatischen Türen, das ist immer so eine Sache hier. Gut. Auf geht's. Der sieht aus wie ein Golf daneben. So, da rechts auf dem Display. Am Adron sieht man auch gleich, was als nächstes kommt. S&U Hauptbahnhof, 12:04 Uhr. Schauen wir mal, ob wir sie kriegen. Uhrzeitmäßig. Radiosender gibt es hier auch zwei, die gibt es schon seit Anfang an. Die funktionieren auch, aber die spielen dann richtige Musik ab und das ist mit Urheberrecht hier nicht vertretbar. Aber wenn man mal selbst fährt und dann kann man sich das gerne antun. Hat man noch ein bisschen Unterhaltung dann. So, da ist der Bahnhof. Was haben wir da? Kneipp. Oh, so Kaffee. Sitzt aber keiner draus bei der Kälte. Wieso haben die überhaupt noch die Stühle draußen, ja, bei der Kälte? So, mit der Taste 0 auf der Tastatur kann man natürlich hier noch die verschiedenen Ansichten wechseln hier. Klimaanlage, dann haben wir hier noch S-Hauptbahnhof. Hier oben beim Doppeldecker kann man reinschauen. Ohne hintere Tür, mittlere Tür, außen. Kann man dann mit der 0 durchtippen. Okay, der will diesmal keine Fahrkarte haben. Ist mal gerade recht. Und da steht es DB Berlin Hauptbahnhof. Ist schon schön gemacht hier. Muss ich sagen, das Gebäude. Aus Glas und es spiegelt auch ein bisschen. Nicht schlecht. Nee, da fahre ich jetzt nicht auf die Busspur. Hallo. Ich muss gerade aus. So nicht. Daneben wird geschweißt. Sieht da immer schön aus, da an der Baustelle. Cool. Alter. Siehst du nicht, dass ich da Bus fahre, lange? Die KI ist eine Katastrophe, also da müssen sie definitiv noch was ändern. Und der hängt mir jetzt voll auf der Seite, ne? Der geht nicht weg. Also sowas habe ich noch nicht erlebt, gell? Gibt's echt nicht sowas. Die KI ist, Hallo? Die geht gar nicht, ne? Die geht überhaupt nicht. Aber damit muss man leben. Ist halt so.
Das Laser Uri. Oh, das ist rot. Lego. Oh, die Bremsen sind richtig geil eingestellt, gell? Alles okay da hinten? Ich hoffe, die sind auch geschnallt. Ja, alle rumgeflogen jetzt da hinten. So. Laser Uri weg. Da steht doch auch wieder keiner zum Aussteigen hier. So, da oben sehen wir ja in der Kamera, besser gesagt jetzt in der Kamera, wo jetzt noch an ist, dass ob die Leute dann ausgestiegen sind oder nicht. Huch, da ist noch eine Tür offen. Hallo? Warum? So, hier sind nur 30 erlaubt. Oh, komm, das schaffen wir noch. War noch orange. Hätte eigentlich der Blinker jetzt ausgehen können, macht er aber nicht. Da muss man das Lenkrad noch weiter einschlagen. Und schwert ist nichts. Moin, ein Ticket bitte. Wie Ticket? Ach Gott. Die möchte Einzelfahrschein ABC, kostet 3,80, 5 gibt es, 1,20 zurück, bar. Hi, Ja, da ist noch ich jemand. benötige einen Fahrschein. ABC, Einzelfahrschein, 3,80 € mit der Karte. Mal hier aufs Kartenterminal. Sehr schön. Falls jetzt noch jemand eine Quittung haben möchte, die kommt ja auch öfters mal vor, geht man hier auf das auf den Pfeil mit dem roten Viereck wieder zurück und geht dann hier auf F und dann kann man hier die Quittung drucken. Genau. Aber das kommt ziemlich selten vor. Da ist schon wieder die Tür offen, ne? Jetzt. Beim Doppeldeckerbus ist es ein bisschen komisch gemacht mit den Türen. Da gibt es keinen Knopf, wo man jetzt alle Türen öffnen und alle Türen gleichzeitig schließen kann. Aber mit der F7-Taste kann man dann die mittlere Tür öffnen und schließen. Da stehen aber jetzt ein paar Leute. Moin. Hallo. Moinsen. Hi, ich benötige Moin. ein Ticket. Jo, da hast du dein Ticket her. ABC 24 Stunden, kostet 10 Euro. Karte Terminal, besser gesagt mit Handy, kann man auch bezahlen. Passt. Also der Blinker, der nervt als gelöscht. Der geht gar nicht her. So, auf geht's. Da stehen sie wieder auf dem Fahrradweg rum, ne? Parken. Das ist so viel zu viele Autos in Berlin. Dekoration, schöne Möbel. Da haben sie das Kirchengebäude, haben sie vermalt. Graffiti, eieieiei.
alten Moabit. Das kann ich eigentlich da unten noch einstellen hier. Also als das Display kann man natürlich auch umstellen. Was haben wir hier unten? Ah, das ist die Klimaanlage, das ist ja automatisch. Sehr schön. Da ist der Knopf, genau, den wollte ich aber. So, nächste Haltestelle. Oben rechts steht's. Kleiner Tiergarten. Haben wir schon hier. Hallo. 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 Ein Ticket bitte. Wie viel würde das denn kosten? Da steht's doch, du Eumel. ABC Einzelfahrschein 3 Euro. Ach, ne, BC Villa. War die Kamera gerade im Weg? BC Einzelfahrschein 3,50 €. Tschüss, Eier. So. Also einigen wir uns darauf jetzt, dass ich den Blinker als Ausschaltzeichen wieder gell. Das geht mir auf die Nüsse. Da ist ziemlich laut. Schultheiß steht da drüber, das ist doch. Gibt's auch Bier? Also man sieht ja von dem Display, dass die hintere Tür und die mittlere auch jetzt auf ist. Die gehen aber automatisch zu. Da geht die Kamera an hier oben. Jetzt sind sie beide wieder automatisch zu, nur die vordere muss ich selbst schließen. So wollte ich es eigentlich haben. Und ich habe immer noch den Blinker, auch, ne? Eben habe ich es noch gesagt, ne? So schnell kann man das vergessen. Ticket haben. AB 24 Stunden. 8,80 Euro. Kriegt sie noch 2,20 raus. Wo ist der 20er? Ach. 1,20 natürlich. Also beim Bussimulator 18 und 21, da kann man sich mal vertippen und dann ist das Geld fort. Hi. Hier kriegt man es angezeigt, dass es falsch ist. So, AB, Einzel, 3 Euro, Karten, Zahlung. Alter. Ich mache jetzt überhaupt keinen Blinker mehr, Orgel. So wie sie es alle machen dort. Autostraße. Oh, da ist rot.
Haltestellen. Kommt ja gerade nichts. Halte mal hier an. Ach du Schande, der Eva habe ich Auto gestriffen. Es ist Pisch. Okay. Aber beim Wegfahren machen wir den Blinker natürlich kurz an. Klotzkowski. Links geht's nach Charlottenburg. Ja, bekannt. Hi, ich benötige ein Teil. Was benötigst du? Ein Teil? Was? Hat gerade zwischen neu gequatscht, deswegen habe ich. Ich habe nur Teil verstanden. Was braucht die für ein Teil? Hä? Denke ich eben. So, da sind wir kästrisch auf dem Boden. Ich denke mal. Ich bin mal links rüber gefahren, weil ich eh links abbiegen muss. Ah, Döner Kebab. Döner Kebab. So, da ist noch grün. Mal weiter. Da ist die nächste Haltestelle, die Franklinstraße. Hi, ich benötige einen Fahrschein. BC 24 Stunden, 9,20 Euro mit Karte. Okay. Finde ich gut. Brauche ich nichts rauszugeben, Alter. Ich hätte gerne einen Fahrschein. Wie kommen denn da noch? A, B, Einzel und 3 Euro. Passend. Bar. Hi. Kann noch ich einer? Ein Ticket haben? Nee. Hat mich so vorgesch natürlich nicht. Kann ich ein Ticket haben? Ich weiß nicht, ob du das kannst. Moin. Ein Fahrschein bitte. Noch mal jemand. Ich bin unter Zeitdruck her. Was wollen die alle auf einmal einen Schein haben? Da hast du einen Scheu? Hast du einen Scheu? Kontrollieren kann man natürlich hier nicht. Wie beim Bussimulator. Das funktioniert hier nicht. Denke ich mal. Ich wüsste es nicht, aber man kann es gleich mal ausprobieren. Daneben kann man noch nicht neu fahren, das kommt vielleicht noch. Wenn sie mal die Strecke erweitern.
So. Natürlich sehr cool, dass man hier auch hochlaufen kann, ne? Als Fahrer. Kann ich dich mal kontrollieren? Müll einsammeln? Ach, gucken wir da hin. Müll. Ja, damit ist aber jetzt nicht der gemeint, oder? Nee. Nee, da kann man nichts. Die Leute kann man nicht anklicken. Alter, ist der Bus voll. Ich muss weitermachen. Da stehen sie schon wieder, gell, und wollen eine Fahrkarte haben. Herrgott, noch einmal. Dein Kackblinker aus jetzt da. 24 Stunden, 8,80 Euro Karte. Du hättest aber auch Senioren-Ticket nehmen können, ne? Was kostet das? Das hätte auch gepasst. So, 10 Euro. Können Sie mir bitte eine Quittung geben? So, da haben wir es, ne? Der will jetzt eine Quittung haben. Kann ich natürlich hier jetzt nicht mehr ausdrucken, da gehe ich mal eins zurück und auf das F und gehe auf Quittung drucken und dann kriegt er sie. Dann gehe ich hier wieder zurück und bin wieder auf der Stadtseite, jawohl. Als wenn ich es gewusst hätte, dass da jetzt einer angeschissen kommt und will eine Quittung haben, gell? Das will er da absetzen. Vielleicht will er es ja seinem Chef geben, der die Kosten erstattet. Ah, gerade rot. Oh ne, komm, der Blinker löst jetzt mal aus. Dann mache ich das an, wenn ich abbiege. Daneben kann man rechts wieder auch wieder nicht abbiegen. Sieht man, ist gesperrt. Kann man auch ausschalten, dass das nicht angezeigt wird. Sieht dann besser aus. Aber bei einer freien Fahrt bin ich öfter schon mal dagegen geknallt, deswegen lasse ich lieber an. Oh, geradeaus geht's auch nicht. Okay. Aber ich finde, wenn er mal richtig eingestellt ist, lässt er sich im Moment sehr gut fahren. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, gell, noch 2 Jahren. Wenn auch noch einiges fehlt. Moin. Ach gut, aus dem Trenchcoat. Hallo. Ein Fahrschein, Moin. Bitte. Moinsen. AB 24 Stunden, 8,80 Euro Karte. Oh, jetzt habe ich schon Quittung gedrückt. Will zwar keine haben, macht aber nichts. Kann man auch hier gleich mit drucken. Außer es ist schon bezahlt und dann geht es natürlich nicht mehr. Da muss man zurück auf den Bildschirm, wo ich vorhin war. Aber bevor der Schein gedruckt wird, kann man noch Quittung drücken und dann kommt beides raus. War nicht schlecht. Aber wenn es keiner verlangt, kann man sich schon das Papier sparen, ne? Sehen wir in der Kamera. Und Leute aussteigen noch. Türen sind zu, hinten und in der Mitte. Deswegen mache ich jetzt vorne zu und dann geht's weiter. Da war jetzt gerade grün, sehr gut. Straße mit CH. Komme, dann komm.
So, die Türen gehen zu hinten. Vorne machen wir auch zu. Auf geht's. Och nee, oder was habe ich denn jetzt schon wieder mitgenommen da hinten? Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht sein, Herr. Oh. Der Bus ist echt schmaler, als es im Cockpit aussieht vorne, gell? Das Haltestelle-Schild habe ich mitgenommen, ja. Geht ja gar nicht, her. Also hier und da ploppen als man noch ein paar Sachen auf, aber das war auch schon schlimmer gewesen, ne? Im Moment habe ich echt meine Einstellung gefunden hier, ne? Dass man denn öfters fahren könnte. Vielleicht habe ich ja Glück und beim nächsten Update bleibt es auch so. Die Performance war richtig mies als zwischendrin. Er hat gestottert und FPS waren zum Teil unter aller Sau, muss ich sagen, echt. So, wir sind hier auf der Busspur. Bleiben auch, solange sie da ist. KI-Verkehr habe ich eigentlich auch ziemlich hochgestellt. In Berlin ist eigentlich immer mehr los, aber das kommt hier glaube ich auch auf die Tageszeit an. Eine andere Uhrzeit, wenn ich eine andere Tour fahre, dann ist alles mehr los. Also es geht definitiv noch mehr. Von der KI her. Daher schaut dauernd der Handybimmel da hinten, gell? Gleich durch, hart durchgreifen, gell? Gleich mache ich die Musik auch. Hi. Ach Gott, da kommen wir auch noch. Nicht unter der Asphalt, der Bus von unten. Da kann man sich die Radieschen von unten betrachten. Oder der Bus von unten, sagen wir mal so. Fahrzeug schwenkt aus. Schwenke kennt ich auch mal wieder, ja. So, jetzt wird es für uns grün, für die Autos ist noch rot, weil wir müssen ganz rüber nach links. Das ist gut gemacht hier mit der Ampel, finde ich. Kann man echt nichts sagen. So, der Abschleppdienst. Der kehrt ja auch zum Stadtbild in Berlin, ne? Der Kabum. Pannenhilfe, Abschleppdienst, Kabum. Das passt. So. Kabum, Chagalaga. Ein Ticket. Was willst denn du jetzt ein Ticket haben? Die Tour ist gleich fertig, Freund. Es steht jetzt schon auf, erkenne. So, 8,80 Euro. Der gibt mir 9. Gib mir 9.
So sieht's nämlich aus. Die Herzallee. Please hold the line. Please leave the bus here. So, Leute, bitte alle aussteigen. Please leave the bus here. Raus mit euch. Ich hoffe, dass auch alle raus sind da hinten. Oben vor allem. Oh, da ist tatsächlich leer. Da ist alles leer. So, Leute, das war eine Route mit dem Doppeldeckerbus. Und ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, solange wie das Spiel noch gut läuft, würde ich sagen, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Wenn es euch überhaupt gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, abonniert gerne. Glocke nicht vergessen, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal aus dem Sackfest-Studio. Macht's gut, Servus, Ciao und Goodbye.